Es ist Zeit, es ist höchste Zeit, es ist allerhöchste Zeit. Und es ist Zeit, rauszugehen, raus in die Natur zu inhalieren, die Natur zu erleben, blöd zu schauen zum Beispiel, kann man wunderbar in der Natur machen. Denn die Natur hat keinen Mentalkörper. In der Natur denkt nichts. Beobachte das mal, wenn du draußen in der Natur bist, da denkt nichts. Da ist einfach alles. Und da kann man wunderbar runterkommen. Freude finden. So einfach wie möglich, so schnell als möglich. Darum geht es in diesem Video. Schön, dass du da bist. Dieser Satz, den ich dir in diesem Video noch vorlese, der begleitet mich mittlerweile seit mehr als 20 Jahren. Und wenn mein Leben immer wieder mal so richtig kompliziert geworden ist, dann war es dieser Satz, der mich innerlich aufgerichtet hat, der mir Kraft und Halt gegeben hat, der mir Orientierung gegeben hat, der mich gestärkt hat, der mich gefüttert hat, so würde ich es fast sagen. Wo findest du Freude? Was macht dir Freude? Dann wirst du vielleicht sagen, ja, wenn ich dieses oder jenes Ziel erreiche, dann habe ich Freude. Das ist es dann. Dann habe ich es geschafft. Oder wenn ich mir etwas kaufe, dann habe ich Freude. Ist das wirklich so? Hast du dann wirklich mehr Freude? Freut dich das? Ja, vielleicht kurzfristig, aber freut dich das langfristig? Denn wenn wir dieses oder jenes Ziel erreichen, dann setzen wir uns sofort ein neues Ziel. Und sind wir dann wieder in der Freude oder sind wir dann in einem tiefen inneren Mangelzustand, der dann wieder laufen und tun und machen und kämpfen muss, bis er dieses Ziel dann wieder erreicht. Und er glaubt dann, ja, dann haben wir die Freude gefunden. Aber dann ist es wieder nur kurzfristig und die dauerhafte Freude ist nicht da. Das muss einfacher gehen, das muss leichter gehen. Und es geht auch leichter. Ich habe sehr, sehr viele Jahre auch auf die herkömmliche Art und Weise versucht und habe gemerkt, Freude kommt keine auf. Da muss es etwas geben, das leichter geht. Das ist heute schon wieder eine spezielle Aussicht, nicht wahr? Wahnsinn, gell? Ja, und jetzt bin ich im Bild. Kennst du den Film Der Prinz von Zamunda? Eddie Murphy spielt diese Figur, der Prinz von Zamunda, wunderbar. Was macht dieser Prinz? Was ist die Botschaft von diesem Prinzen? Denk mal nach. Oder Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf war so verrückt und was sie alles gemacht hat. Und was hatte sie die ganze Zeit? Sie hatte Spaß. Und einmal hatte es dann auch in der Früh -9 Grad, es hatte frisch geschneit, einen halben Meter circa. Und ich war wieder in der Früh beim Kneipen unterwegs, barfuß mit der kurzen Hose und mit dem T-Shirt und habe so meine Schritte gemacht. Und dann habe ich gesehen, mein übernächster Nachbar schaufelt den Schnee auf die Seite, ist dick eingepackt mit Mütze, Handschuhe und Jacke und richtig gut eingepackt. Und ich habe mir gedacht, so und jetzt. Und dann bin ich genauso mit kurzer Hose, T-Shirt und barfuß rübergelaufen und habe ihn gefragt, er hat mich nicht gesehen kommen, ich habe ihn gefragt, soll ich dir helfen? Und er schaut mich an und er wusste nicht, wie er das jetzt einordnen soll. Das war so ein Spaß für beide schlussendlich. Wie verrückt bist du? Wie viel Verrücktheit erlaubst du dir? Und du pfeifst drauf, was andere sagen, was andere über dich denken, wie das klingt, wie das ankommt. Du bist einfach verrückt oder du machst einfach das, was dir jetzt Spaß macht. Komplett wurscht, scheiß dir nichts, mach einfach. Und schau, was passiert. Schau, was passiert. Da brauchst du nicht mal Mut dazu. Du musst einfach auf alles pfeifen, was andere über dich denken. Das geht, das ist einfach. Man muss es einfach nur tun. Andere denken sowieso über dich, wie sie denken wollen. Das ist doch egal, das ist ihr Bier. Müssen sie selber haben. Du machst einfach das, was dir Spaß und Freude macht. Jetzt, hier und jetzt. Und wir sind schon fast bei diesem einen wichtigen Grundsatz. Fast. Was macht jetzt wirklich Freude? Oder wo ist sie? Die Freude ist sehr nahe. Alles, was du glaubst, was von außen kommt, ein neues Auto oder mehr Geld oder mehr Erfolg,
bei allem, was du glaubst, was dir mehr Freude macht, das macht dir nicht mehr Freude. Das kann das gar nicht. Das ist einfach ein Ding. Wenn man mehr Erfolg hat, ja, dann hat man halt mehr Erfolg. Wenn man dies oder jenes Ziel erreicht, dann erreicht man dies oder jenes Ziel. Ja, weil es ein Spiel ist, weil es leicht geht. Oder wenn es nicht geht, geht es halt später. Oder es geht halt dann. Oder es geht über eine andere Türe. Das ist ein Spiel. Allerdings Freude beinhalten diese Dinge nicht. Die Freude ist an einem einzigen Ort. Die Freude ist genau da, wo du bist. Denn die Freude ist in dir. In dir ist sie. Und wenn wir die Freude öffnen können, wenn wir den Fokus ausrichten können auf die Freude, auf die wahre Freude, und das ist einfach, dann fließt deine Freude in alles, was du machst, in alles. Und dazu braucht es nur eines, den Fokus auf das auszurichten, was du hast, das, was du kannst, das, was du bist. Schreib alles auf, das habe ich, das kann ich. Das mache ich. Mach es. Finde die Freude. Sei dankbar für das, was du hast. Und jetzt sind wir bei diesem Satz von Siddhartha. Und dieser Satz hat mich ja, sehr oft schon aufgerichtet. Die Welt zu durchschauen, sie zu verachten, also sie zu kritisieren, mag großer Denkersache sein. Mir aber liegt einzig und allein daran, die Welt lieben zu können. Sie und mich und alle Wesen mit Liebe und Bewunderung und Ehrfurcht betrachten zu können. Das heißt, das zu sehen, was ist, die Dankbarkeit zu erleben, die Dankbarkeit zu üben. Das ist Freude. Das können wir jetzt tun. Du kannst jetzt dankbar sein für 100 Millionen Dinge, die du hast. Ich kann das, also kannst du das auch. Es macht mir Freude, dieses Video zu machen. Es macht mir Freude, dass du auf der anderen Seite dieses Video schaust oder dass dich das auch weiterbringt. Das macht mir enorm viel Freude. Die Freude ist genau da, wo du bist. Sie ist in dir. Öffne sie, erkenne sie, schau hin. Schau hin und erlebe sie. Es ist schade um jede Sekunde deines restlichen Lebens, wo du die Freude nicht erlebst. Die Freude ist absolut göttlich. Das ist das Göttliche in dir. Lass sie zu. Lebe sie. Heute, morgen, übermorgen, immer. Viel Freude und viel Dankbarkeit von meiner Seite, dass du da bist, dass du dieses Video anschaust. Du kannst es gerne teilen. Du kannst diesen Kanal gerne abonnieren, du kannst Kommentare hinschreiben. Das freut mich auch immer sehr, was die Menschen so schreiben, was sie denken, wie es sie bewegt. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Video, sehr bald schon. Ich freue mich darauf. Pfiat dich.